Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft II Replaycast 1042 zum nächsten TVZ, zum nächsten Match der Gruppenphase. Wir sind noch bei den ersten beiden Gruppen, also wir bewegen uns schon die ganze Zeit zwischen Gruppe A und Gruppe B. Und ja, es gibt einfach richtig viele starke Matches und von dem erhoffe ich mir auch so einiges. Es ist ein nicht-koreanisches Matchup. Wir haben einmal den chinesischen Terran hier in Rot, das ist Time. Und der spielt gegen den Zerg hier in Blau. Der ist bei Agu Esports. Es ist Elaser. In dem Fall Nubi natürlich das Team von Time. Agu das Team von Elaser. Time mit dem Barcode-Account, was wir schon hatten. Wir hatten schon ein Time-Match. Und ja, Elaser tatsächlich überraschend defensiv mit seinen Overlords. Ich meine, guck dir das an. Die bewegen sich gar nicht. Die bleiben einfach hier auf ihren Highgrounds. Die wollen sich gar nicht über die Karte bewegen. Time hingegen beginnt ganz normal mit Reaper Expansion und ja, Elaser Scouting dadurch natürlich eingeschränkt. Der muss dann gucken, dass er das irgendwie entweder mit einem Link hinkriegt oder einfach nur, ja, rät, was der Terraner macht. Gut, es ist Elaser. Bei Elaser kann man sich nie so ganz sicher sein. Den kann es auch wirklich egal sein, was sein Gegner spielt, weil er einfach denkt, ja, ich greife an. Das heißt, was du machst, ist mir doch egal. Das ist auch so ein bisschen Elaser-Style. Der kann wahnsinnig, wahnsinnig aggressiv spielen. Und er hat da auch, kennt da auch keine Gnade, sondern der pusht einfach durch. Aber mal sehen, was sein Plan ist hier für Disco Bloodbath, der erste Map zwischen den beiden, diesen Best of Two. Wir sehen, der Reaper schleicht sich ran, es sind vier Linge da, es kommt eine Queen, es kommt auch eine Queen in der Mainbase, also das übliche Reaper-Gedänse. Da wird Schaden gemacht, die Linge werden zurückgezogen, wie man es halt so kennt. Die Mine geht leider ins Leere, der Reaper versucht noch ein bisschen frech zu sein an den ganzen Drones, aber schafft da wirklich nichts, schafft keinen Kill, kann da nicht allzu viel anrichten. Denn da gibt es ein drittes Command Center für Time, also er macht da auch völlig weiter. Halleluja, ich muss jetzt dieses, wenn der Reaper patrouilliert und die Kamera sich ständig mitbewegt, das ist furchtbar. Wenn das denn die ganze Zeit den hier macht, also ist wirklich schlimm. Dann muss ich es ausschalten, die Folgefunktion. Ansonsten finde ich die Folgefunktion was sehr, sehr Schönes, weil sie auch mehr oder weniger funktioniert, wenn man reingezoomt ist. Eigentlich ist die Zentrierung dann ein bisschen verschoben. Aber ja, da hat man eben sehr schönen cinematische Blickwinkel. Vor allem, ich kann es immer wieder ein bisschen ausstellen und dann wieder nachfahren, also da. Das ist so eine schöne Funktion. Ich bin so froh, dass es die gibt. So, Reaper, wie man gesehen hat. Er hat nicht wirklich viel erreicht. Er hat die dritte gescoutet. Damage-mäßig war da gar nichts drin. Und dann da gibt es jetzt aber Hellions. Aber auch eine weitere Barracks mit einem Tech Lab. Also es wird, wie es aussieht, Bio gespielt bei Time. Mit der Turex erstmal. Tatsächlich, er spielt einfach ja die Turex. Die Factory fliegt mal rüber. Hat einmal kurz einen Satz Hellions produziert und das war es dann auch. Ja, und dann ein Doppelrex. Das spielt Time tatsächlich doch relativ gerne. Und dann versucht er das als Drop zu spielen. Aber mal sehen, wie erfolgreich er damit ist. Es kommt auf jeden Fall jetzt hier mal Stim. Und ja, man sieht Hellions unterwegs, Reapers unterwegs. Stim macht Fortschritte. Und es ist jetzt hier doch mal der Scout mit dabei von Elaser. Da ist ein Zergling unterwegs. Und der scoutet hoch und der sieht auch die Rex, der sieht die Factory und auch den Stim. Müsste eigentlich alles gesehen haben. Ja, einmal alles, was da die Runde macht, hat dieser eine Link gesehen und damit braucht man auch keine Overlords rüber schicken. Ich meine, wenn man so einen Scout hinkriegt, ist man auch zufrieden. Das nimmt man auch gerne mit. Ja, man sieht jetzt hier, die Hellions sind da am Patrouillieren. Gucken, kommt da eine vierte, wann kommt da eine vierte? Die Laser schnappt sich einen Roach von und Doppel Evolution Chamber. Währenddessen macht ich hier die Rocks auf. Und man sieht, die Queens helfen da fleißig mit. Da wird noch injected, sogar doppelt injected für alle Fälle. Die Hellions ziehen sich erstmal zurück. Es gibt Doppel-Ebay für den Terraner. Mehr Gas muss dafür genommen werden. Ja, man sieht tatsächlich, die Doppel-Ebays kommen in die Wall. Wobei die Wall ist nicht dicht, wenn ich das rede. Oder ist die dicht? Ah, bei Ebays. Aber ich glaube doch, gemäß der überlappenden Kreise müsste das dicht sein. Ich hätte noch kein Hotkey, um mir das Bauraster anzuzeigen. Das würde das richtig schön machen, wenn ich das einfach anschauen könnte. Ja, von so sieht es schon ein bisschen aus, als ob da noch was dazwischen Platz hätte. Ob da ein Circling durchpassen würde. Aber ich glaube, gemäß Kreisel müsste das dicht sein. Das sehen wir spätestens, wenn wir ein paar Linge dran vorbei wollen. Ja, ansonsten gibt es den ersten Drop. Wie gesagt, der Marine Drop für Time. Die Doppelrex in den Starport mit Reaktor und dann zwei Medivacs mit Stim. Los kann es gehen mit den ersten 13 Marines. Rein geht's in die Mainbase. Overlord sieht das, Roaches ist unterwegs und Laser sollte nicht zu viele Schwierigkeiten damit haben, das abzuwenden. Ich meine, er hat die Roaches, er hat die Queen mit dabei und ja, das sieht man auch. Schnell wieder eingeladen, nicht viel passiert bisher. Generell sind wir gerade mal bei 50 zu 0 Resources lost, jetzt 150 zu 0 Resources lost, die Marines kiten sich durch ein paar Roaches durch, sehen noch immer keine vierte hier, aber die vierte ist an der anderen Stelle, die ist hier oben gesetzt worden.
Und mal sehen, wie lange Time braucht, um das zu entdecken. Sollte nicht allzu lange dauern. Ich meine, wir haben hier, wie man sieht, Elaser hat seine Basis im Blick. Time hat die Basis noch nicht gesehen. So, und hier geht's wieder mal auf den Drop. Wird weiter defended, die Rocks sind offen. Dahinter haben wir jetzt hier Panzerproduktion, mehr Marineproduktion für den Terraner 1-1 und Combat Shield kommt damit dazu. Passen die Panzer hier durch? Es gibt nicht so eine schöne Position für die Supply Depots, da passen die Panzer nicht durch. Blocken dann in der eigenen Base. Mal sehen, ob das hier gegeben ist. Das merken wir dann, wenn Time die Panzer dringend braucht und sie nicht aus der Base kommen. So, geht hier mal kurz an den Overlord. Der hat kein Speed Upgrade, das heißt für den gibt es keine Überlebenschancen. Und es kommen auch wirklich 1-1 Missile Attacks und danach geht's auf den Hydrodan, also das... Roach, Hyde war Lurker. Könnte das das werden, was Elaser hier vorhat zu spielen? Möglich wäre es natürlich. Ich meine, mit den neuen Lurkern ist so einiges möglich. Da links die nächsten beiden Medivacs ausrücken. Die wollen Unterstützung bieten. Da sind auch Panzer mit dabei. Man kann natürlich hier diese Position besiegen mit den Siege Tanks. Und dann hat man zum einen die vierten im Blick. Und in diesem Fall die fünfte. Und zum anderen kann man die Mainbase hochschießen und auch hochdroppen. Und das wird so ziemlich die Position sein, die Time hier haben will. Er versucht tatsächlich oben reinzudroppen. Das sind nur ein paar wenige Linge. Das kann man in den Griff kriegen mit den Einheiten, die da rankommen. Jetzt hat man zwei Siege-Tanks oben. Der Spore-Crawler nimmt zwar eines der Medivac raus, aber die Truppe ist da. Die Panzer sind noch nicht gesiegt. Die Roaches kommen jetzt. Jetzt werden ja auch die Panzer gesiegt. Und jetzt hat die Laser ein ziemlich dickes Problem in seiner Mainbase. Und das ist sehr viel Feuerpower, die auch sehr gut abgeschirmt wird durch die Panzer. Das heißt, sehr schwer da ranzukommen. Der Pool stirbt. Und das ist ein Infestation unterwegs. Jetzt kommt die Masse an Roaches und Ravager wird einfach eingeladen. Und der eine Panzer wird aber zurückgelassen. Es geht stattdessen runter zur fünften. Einfach die Roaches ausweichen. Und somit geht es an der neuen Basis weiter. Und die Basis wird das nicht überstehen. Die hat nicht das Durchhaltevermögen dafür. Und die Truppe macht einfach weiter. AB Laser. Ja, okay. Er verliert nochmal hier die Queens. Das ist auch mega ungünstig. Das will man eigentlich nicht unbedingt. Roach Speed ist jetzt erst fertig, aber es geht sofort näher ran an die Werwatch und die werden auch noch gesniped. Und es fehlt eben an der Anti-Air für diese Kombination. Das heißt, die Medics können problemlos die Einheiten evakuieren. Und da hat Time sehr viel Schaden gemacht. Die Basis gecancelt. Hier in der Mainbase ein bisschen gewütet. Ein paar Drones erwischt, die Queens erwischt. Wie man sieht, 2400 zu 770 Resources lost. Hinter gibt es nochmal einen Link, der scoutet. Da ist das vierte Command Center bereits von Time. Wird zu einer PF. Wir haben das nächste Attack-Upgrade unterwegs und das Attack-Upgrade für die Panzer. Jetzt kommt aber Lurker dann plus Hive-Tech. Tech-Zentrum in der Mainbase. Aber Time baut sich vermutlich seinen nächsten Trupp auf, mit dem er dann wieder pushen möchte. Mal sehen. Elasers Plan. Er sieht mal immer noch stark nach Lurker aus. Der Plan, den er davor hat. Aber noch ist er nicht so weit. Wenn man entgegen will, weiter Druck machen, wieder nochmal die Basis da unten prüfen, ob es da eine neue Base gibt. Diesmal rennt da oben nicht Linge, sondern Roaches, ist vielleicht ein bisschen solider, aber ist auch recht viel Supply, was hier oben rumläuft, muss man dazu sagen. Und ja, ein paar Hydras gefunden, wollte man gleich angehen, wird aber nichts, stattdessen geht es hier hoch und da sind, wie gesagt, die Roaches. Da kommt man erstmal nicht durch, da gibt es direkt das Lurk-Upgrade. Ich habe es noch nicht im Kopf, die Seismic Spines. Es ist ein Spines-Upgrade, das wusste ich, aber Seismic heißt es. Bei den Hydras sind es die Grooved Spines. Bei den Lurkern die Seismic Spines. Da haben wir nicht Grooved Spines. Das andere Spines Upgrade. Ja, die Zergs alles mit Stacheln und Wirbelsäulen und weiß Gott alles. So, Missile Attacks kommt dich auch mit dazu. Und wir sehen 5 Spore-Crawler tatsächlich über der Map verteilt. Also sehr viel in der Mainbase und ein Teil an der vierten. Also die quasi die Randgebiete des Gesamtgebiets abdecken mit Static Defense. Währenddessen ist der große Push jetzt von Time unterwegs. Jetzt hat er sein gesammeltes Army Supply. Bekommt auch noch schön rechtzeitig sein plus 2 Attacks. Sein Armor wird dauern. Und beim Zerg sind die Lurk-Upgrades noch nicht durch. Also das ist eine wichtige Lurk-Upgrade. Aber doch 10 Sekunden auf jeden Fall. Lurk-Account ist allerdings glaube ich noch nicht allzu hoch. Noch 6 Stück sind zumindest mal da. Aber da ist ein Scan und da sind Panzer mit dabei. Und prompt werden die ersten Lurker aus dem Leben gebombt. Der nächste da drüben stirbt auch. Die Marines werden aber weniger. Trotzdem die Road Ravager Army mit den Hydras zusammen macht nicht genug, um hier den Terran zurückzutreiben und da verliert Elaser wieder einiges. Währenddessen kriegt er auch Probleme mit Lipbrennern. Einmal an der vierten und an der dritten wird aber beides geklärt, dank der Spore-Crawler, die überall platziert sind. Und jetzt der große Versuch, hier reinzukommen, einfach reindroppt in die ganzen Roaches und die Spore-Crawler. Das ist Time komplett egal. Er versucht hier mit der Brechstange und er kommt da auch rein. Er steht jetzt hier mittendrin in der Main, aber es ist alles angeschlagen. Einheiten kommen dazu, es sind nicht mehr so viele Panzer, um da groß defenden zu können. Die Units geben trotzdem nochmal alles. Nehmen wir nochmal einige Drones raus, es sterben 11 der Worker vom Zerg. 83 zu 82, der Worker-Count der Panzer unten auf dem Lowground sieht er nicht, was oben abgeht, wird prompt von der Cross of Vice gesniped. Der Scan kommt leider zu spät. Und ja, somit haben wir jetzt hier nochmal mehr Drones, 90 Drones hier für Elaser. Also er hat nochmal höher genommen, droned nochmal höher. Halleluja, kommen nochmal 8 Drones.
Und verliert aber hier gerade seine Lurker, verliert generell immer wieder was. Resource Lost ist 8000 Sekunden zu 6000. Hydras Roach Ravager Army versucht das alles in den Griff zu kriegen. Lurker Count ist momentan bei 4 Stück. Und Time hat auch eine weitere Base. Also Time macht makrotechnisch auf jeden Fall richtig fleißig weiter. Man sieht Mining-Unterschied, es ging ziemlich wild hin und her. Insgesamt, ich lese, glaube ich, ein bisschen besser. Aber Army Supply Damage auch ähnliche Verhältnisse. Beide bauen sich wieder auf. Die Laser hat allerdings viele Roaches. Roaches, die natürlich im Late Game nicht so effizient sind. Trotzdem, es geht auf die Lurker Army mit Adaptive Talents plus 3 Missile Attacks, 2 Weapon mit dazu. Also das ist dann auch die starke Kombi, die der Zerg hat, um jegliche Terraner Army Einheit zu gebieten. Da kommt jetzt auch nur Nydos Netzwerk mit dazu. Das könnte noch richtig eklig werden, wenn das jetzt hier schon zur Sache. Liberator werden aber gesniped. Die Lurker bleiben am Leben. Erstmal, der Panzer schießt nämlich schon wieder weiter. Der Scan hilft. Deine Lurker ist fast down, aber er lebt noch und es geht jetzt hier wieder ran. Und die Lurker werden vorne weggesprengt. Da kommen neue Lurker, ist noch nicht ganz fertig. Adaptive Talents ist auch nicht da. Die Hydra Army versucht jetzt hier gegen die Bio zu fighten. Die Panzer sind das große Problem. Da versucht man auf den Highground zu kommen. Es wären Blinding Clouds verfügbar, aber die nutzt hier Elaser gerade nicht. Stattdessen gibt es einmal Abducts auf die Siege Tanks, um die endlich loszuwerden. Er bekommt ein paar davon, verliert aber eine komplette Base dafür. Und auch ein paar der Worker. Dafür kommt jetzt gerade der Konto Nydos an der vierten Basis vom Terraner. Das hat Time gesehen und er hat auch Einheiten in Position, um das in den Griff zu kriegen. Da gibt es auch direkt einen Snipe auf den Overseer, damit die Vision gleich mal weg ist. Dieser Nydos wird nicht fertig werden. Laser schickt aber den nächsten Overlord ran. Könnte es versuchen in der Main Base. Das könnte eine eklige Nydos-Position werden, wenn die Production-Einheiten gerade alle rausrennen auf der Karte sind und der sowieso Time maxed out ist. Dann kann man damit einen richtig schönen Backstep ansetzen. Weil der Overlord wäre in Position dafür. Plus 3 Attack kommt gleich für die Bio, während das ein plus 3 Missile Attacks für den Zerg dauert noch. Und wieder mal Liberator plus Panzer als Konterwaffe gegen die ganzen Lurker. Die natürlich sehr gefährlich sind. Wieder der Push an diese Ecke. Da kommt eigentlich dieser Konter-Nydos. Und wie gesagt, der Terraner ist fast maxed out. Und das könnte richtig übel werden. Die Frage ist, wie viel ist im Nydos? Wie viel kann die Laser da reinbringen in diese Base, wenn das er hier versuchen muss zu defenden? Das ist natürlich um die Schwierigkeit. Er hat ein paar Lurker da drin. Momentan aber verliert hier die Lurker an der Front. Der Nydos ist jetzt fertig. Lurker werden auch ausgeladen, werden eingegraben. Somit gibt es jetzt ein bisschen Rumgestachle in der Mainbase. Das wird auch Time ein bisschen wehtun. Hat aber hier immer noch seinen Push am Laufen. Bekommt aber jetzt Abducts ab auf die Liberator. Die Ghosts sind auch noch mit dabei. Die Ghosts müssen auch aufpassen. Bringt ein bisschen Schaden ab. Close of Bice auf einer der Panzer. Neue Lurker werden hier fertig. Währenddessen die Lurker in der Mainbase säbeln den Fusion Core auseinander. Und das Missile Turret. Das heißt, die werden jetzt auch gleich nicht mehr aufgedeckt. Können also fröhlich weiter stacheln. Die Belagerung hier hat ein bisschen sich ausgebremst. Aber die Schüsse der Panzer in die Drones, da starben prompt 10 Stück. Das hätte nicht sein müssen. Jetzt Time versucht das erstmal, um sich um seine Mainbase zu kümmern. Hat hier den Push gerade ein bisschen zu stehen lassen. Wir lagern einfach nach und nach die Hatchery und sammelt jetzt erstmal Einheiten hier drin. Nicht sicher, was der scannen sollte, aber das war der eine Lurker, glaube ich. Da wollte der eine Lurker nach vorne. Der wollte in die Natural laufen, denn die anderen sind noch hin. Ja, jetzt nutzt die Laser einfach die Zeit und sagt, ja gut, dann komme ich aber mit mehr Zeug hierher. Nutzt auch die tote Hatch, um die Panzer nochmal hier zu jagen. Kann auch beide Panzer, wie es auskillen. Und hat jetzt einfach einen ganzen Schwung an Hydras noch mit drin. Die Ghost Academy ist am Fallen. Aber jetzt kommt Liberator mit dazu. Jetzt kommt die Bio mit dazu. Einer der Liberator wird gesniped. Und einfach Evakuierung durch den Nydos. Der wird zwar gesniped, aber der hat schon einiges angerichtet. Sechster Nydos-Versuch hier. Aber der wird nichts. Die Ghosts sind bereits dran. Und auch Snipe auf den Overlord, um den wegzuräumen. Trotzdem, der Zerg ist mit seiner Army unterwegs. Elaser ist so ziemlich maxed. 89 Drones zu 74 SCVs. Mining-technisch steht Elaser gut dabei. Hat auch einiges mehr an Ressourcen verloren. Nimmt auch weitere Bases, also gibt sich hier so schnell nicht geschlagen. Trotzdem, diese Ghost Liberator Panzer Army, die hier Time aufstellt, ist halt brandgefährlich. Viel mehr DWX, das wird langsam ein bisschen wenig. Wie viele Viper haben wir hier auf dem Feld? Eine einzige Viper nur. Wieder der Nydos-Versuch in der Main, wird aber sofort geklärt von den Reinforcement-Einheiten. Daran ist fast Max und er schickt jetzt seine ganze Army hierher, weil da der große Fight anläuft. Und ja, die Zerg Army leidet, Daran haben wir jetzt aber auch. Die Lurker stacheln sich ziemlich gut durch die Ground Army, aber am Ende sterben die ganzen Lurker an den Snipes, an den Liberatern, an den Panzern. Wird also im Ausgang noch ein sehr teures Engagement für Elaser, auch wenn er ziemlich gut angefangen hat mit dem Fight, aber danach wurde es sehr, sehr kostspielig. Damit beide nicht mehr maxt. Die neue Basis kommt hier unten wieder mal Nydos, aber etwas weiter weg tatsächlich. Etwas spannender Nydos. Hauptsache, der Nydos-Sound irritiert den Terran jetzt gleich mal. Wenn wir hier auf die Time Vision gehen, da geht's nach vorne. Und jetzt kommt der Nydos-Sound. Mal gucken. Okay, interessiert ihn nicht. Er bleibt da jetzt in der Army hier tatsächlich. Versucht sich da nicht allzu sehr stören zu lassen. Und nimmt jetzt einfach Base um Base raus. Und pusht weiter nach vorne mit den Siege Tanks gegen die Static Defense, gegen die Lurker. Die Laser bisher noch nicht wirklich die Möglichkeit gefunden, da zurückzuschlagen. Er schnürt sich stattdessen ein paar weitere Abducts auf die Panzer. Trotzdem vierter Lurker, aber auch die Liberator gehen jetzt hier down. Somit ist jetzt die Bio alleine mit einem Siege Tank. Es ist einfach eine Wand an Ghosts.
die hier dieses Engagement gewinnt. Währenddessen hatten wir hier auch gerade Beef. 18 Drones insgesamt gestorben. Liberator schnappt sich auch komplett diese Base. Contenidos jetzt hier, aber für Laser sieht es wahrlich nicht so gut aus. Sein Supply ist am Droppen, mangels an Gas. Und ja, er verliert einfach Stück für Stück seine Defense. Die Lurker werden einfach Stück für Stück gesniped. Sobald die Ghosts wieder in Reichweite sind, kommt einmal der Snipe raus. Und man sieht, es sind nur noch zwei hier übrig. Der nächste Scan, die nächsten Snipes und prompt ist der nächste Lurker weg. Da geht einfach nicht genug für den Zerg. Der Contenidos versucht jetzt hier diese Basis irgendwie rauszunehmen. Aber hier geht es eben an eine richtig wichtige Mining Base. Die Lasers Mining hat sich jetzt doch stark eingeschränkt. Da ist nicht mehr so viel übrig und er kann hier nicht mal die Position halten. Er muss sich zurückziehen. Er kommt nicht an gegen die Ghosts. Er bräuchte Zerglinge tatsächlich. Er bräuchte Speedlinge. Er hat auch Speed. Hat überhaupt einen Spawning Pool? Er hat einen Spawning Pool. Er baut aber keine Speed. Ich denke, Speedlinge wären für die Ghosts durchaus hilfreich. Aber die Laser weigert sich, da was solche zu bauen. Stattdessen gibt es einfach beidseitiges Lurker Harassment auf DPF. Das sieht auch ein bisschen lächerlich aus. Na, da kommen jetzt gerade ein paar Einheiten an. Die Hydras können da unterstützen. Währenddessen der nächste Nidus kommt wieder in der Mainbase. Und da kommen auch wieder ein paar Hydras mit raus. Und da ist der Terraner fast maxed. Oh, das sind zwei Panzer recht günstig eigentlich gespawnt. Der Liberator steht gerade noch ein bisschen untätig darum. Und es gibt den nächsten Nidus hier. Also jetzt versucht die Laser einfach mit so viel Action möglich zu spielen, den Terraner zu Tode zu nerven. Und es hat erstmal einen Effekt tatsächlich. Time zieht sich erstmal zurück. Denn die Liberator stehen da noch ein bisschen doof rum. Die Hydras in der Main geben ihr Bestes, werden jetzt aber auch Stück für Stück abgefarmt und hier unten wird die nächste Belagerung angesetzt. Am Sensor Tower, an den Supply-Depots, ja, der Splash Damage ist ja schön. Das 28 SCVs sind gefallen, die nächsten Lurker-Stacheln gehen nicht mehr durch, denn die Snipes sind wieder mal da. Ein Lurker lebt noch, aber auch der wird jetzt gesniped. Hydras evakuieren nochmal, die PF ist nach wie vor ein Bollwerk, das man nicht knacken kann. Neuer Nidus-Versuch, hier erstmal ein Lurker, die Marines versus Lurker und die Marines setzen sich da durch, denn der Lurker hat nur plus 2 Carapace, die Marines haben plus 3 Attack, das sollte reichen am Damage. Der nächste Nidus wird ebenfalls nix. Und für Laser, finde ich, schwinden die Chancen. Time kriegt das zu gut in den Griff. Hat zwar nur noch 47 SCVs, aber er hat Mules. Und er hat insgesamt wie viele OCs? Er hat 6 Orbital Commands und noch ein normales Command Setup. Das heißt, Mining-technisch steht er eigentlich nicht schlecht da. Laser hat zwar den Mining-Vorteil, aber hat auch 35.000 Resources verbraucht im Vergleich zu 23.000 von Time. Also viel, viel ineffizienter. Braucht viel mehr Geld, um da die Fights zu gewinnen. Und ich glaube nicht, dass es so viel gemeint hat. Ich meine, der Graph im Army Supply zeigt das recht deutlich, wie der Abwärtstrend hier angeht vom Zerg Army Supply. Dann kommen die nächsten Snipes. Die Snipes sind einfach so wertvoll für den Charm. Man sieht, die Ghosts haben kaum Energie, weil sie ständig mit Snipen beschäftigt sind. Jetzt aber mal ein paar Ghosts so weit vorne. Werden von den Hydras abgefarmt. Die bedanken sich für das Geschenk. Supply ist recht knapp beieinander, aber der Zerg hat wesentlich mehr Worker und muss dringend diese Basis halten. Hat es auch hier drüben eine Base, die ist auch sehr, sehr wichtig für Laser. Die Basis hier wird schon vom Liberator belagert. Da ist auch kein Sporkhold, der irgendwie helfen kann. Und es ist auch eine Nuke gerade noch fertig geworden. Die Ghosts wurden geklaut und jetzt geht's an diese Mining Base und die Lurker stacheln einmal kurz rein, kriegen aber nicht wirklich groß Kills. Deswegen stirbt hier nochmal ein Liberator. Die Lurker geben ihr Bestes, aber die Liberator schleichen sich wieder ran. Jetzt kommen ein paar Zerglinge mit dazu, weil einfach die Laser, glaube ich, alles baut, was man noch irgendwie bauen kann. Und da kommt die Nuke. Der Ghost steht hier hinten. Die Drones werden evakuiert, einmal durch den Liberator durch. Kann man auch noch ein paar Kills mitfarmen und die Terran Army hat das auch hinten die Base gefunden. Die wird auch mal prompt entsorgt. Also es wird hier nicht besser für Elaser. Bam, da ist die Nuke down, die Hatch ist fast tot und die Hatch hier unten ist auch fast tot. Die Drones fahren panisch weg und wissen gar nicht wohin, weil hier entsteht eine EPF. Hier steht schon eine EPF und Elaser merkt, okay, irgendwie bin ich nicht in der Position, das nur irgendwie nochmal in den Griff zu kriegen. Ich will mal kurz in seine Vision gehen. Ja, sieht, dass er die Basisprobleme kriegt. Hier geht er zwar ran, aber er denkt sich, nee, das funktioniert eh nicht. Ja, weil er hier seine Armee abgeräumt kriegt, sieht, okay, da kommt doch so viel vom Terraner nach. Das wird nichts mehr und das ist eben so der Punkt, der bei ihm dazu sorgt, dass er das GG schreibt. Ich meine, das kommt jetzt genau. Ja, wird den ganzen Trüppchen und GG, genau. Ja, Time schlägt sich da durch, 41 22.000, also hat wirklich, Time hat wesentlich effizienter gespielt, gerade die Ghosts. Was die Ghosts weggesniped haben, 10 Kills, 5 Kills, 7 Kills, 1 Kill, 5 Kill, also die waren wirklich fleißig und da sind so viele Lurker weggestorben. 32 insgesamt zu 13 Ghosts. Da waren viele wichtige Snipes dabei. Auch Harassment Damage, dreimal Hedgeweed gestorben, 73 Drones gesniped. Die Nudus-Würmer waren nicht so effektiv. Der Nudus in der Main, der war noch der effektivste von allen. Der hat am meisten angerichtet, aber selbst den hat Time in den Griff bekommen. Starkes Match von ihm. Somit geht er 1-0 in Führung im Best of 2 und wir gehen in die zweite Map. So, wir hatten ein weiteres Reaper-Opening. Harry hat keinen Schaden verursacht. Die haben das überlebt. Die Queen, ja, kümmert sich jetzt um das Problem. Vielleicht gibt es noch einen toten Creep-Dumor. Nein, gibt's nicht. Und ja, damit haben wir die Phase auch schon überstanden. Es gibt ein Speed-Upgrade für Zerglinge. Diesmal ist einer Overlord drüben auf der anderen Seite der Karte. Diesmal bleiben die nicht alle zu Hause. Und es gibt hier einen Starport von Time. Das hier ist ein 1-1-1, den er soweit spielt. Taggt also direkt hoch. Eine zweite Rex mit dazu. Könnte eine Banshee-Opener oder ein BC-Opener werden.
Mal sehen, was er draus macht. Und der Snow Reaper tanzt hier einfach ein bisschen durch die Gegend, hat seinen Spaß und denkt sich, jawohl, ich lebe mein Leben, solange ich es noch kann. Weil sobald da Speedlinge draußen sind, wird es für den Reaper eher ungemütlich. So, ja, der Reaper scoutet einfach alles aus. Jetzt kommen gleich die Speedlinger. Jetzt noch Hellions mit dabei. Da geht's auf den Creep-Tumor, der bleibt aber am Leben. Stattdessen kassieren die Hellions sehr viel Damage. Das war gar nicht mal so gut hier für Time. Seht das sehr viel Schaden. Macht nicht wirklich was damit. So, Elaser schickt mal einen Link durch, geht auf seinen Lair-Tag. Overlord lebt noch, versucht vom Viking zu fliehen. Wird dem nicht so ganz gelingen. Und tatsächlich Starport ohne Addon, freier Reaktor, da wird eine Barracks hinkommen und Tech Lab an die Factory. Und wir haben jetzt hier einfach ein paar Aliens unterwegs. Aber insgesamt noch nichts so bedrohliches für Elaser. Also nichts, was man nicht in den Griff kriegen kann mit genügend Queens. Immerhin verliert er hier mal den Creep. Kann das aber natürlich mit 6 Queens problemlos nachsetzen. Da kommt auch noch eine weitere Queen mit dazu. Und für Time geht es wieder auf Bio. Da kommt nämlich Stim, da kommen weitere Barracks. Aber auch mit Support, da kommen Panzer. Und hier die Hellion-Kombo wagt erstmal noch keinen Kampf. Dritte Basis wird ebenfalls gebaut. Also Time spielt das recht entspannt. Hoch in Upgrades und Makro-Game mit dritter Basis. Und schickt währenddessen das Viking nochmal auf Reisen. Vielleicht kannst du mal einen Overlord finden. Da ist ja nochmal ein Overlord draußen, er wird aber gerade zum Overseer und ist auf der ganz anderen Seite der Karte. Hier gibt es einfach nochmal toten Creep. Das kann aber die Laser nachsetzen, weil er nicht so viel Energie auf den Queens hat, also da ist jetzt nicht so viel gegeben. Dessen das Viking chillt hier einfach. Hier nochmal, ja, Creep Tumori gesniped. Und der Creep ist jetzt hier am Rückzug, muss also nochmal nachgesetzt werden. Aber wie gesagt, Energie ist nicht so viel auf den Queens. Haben sehr viel damit verwendet, diesen Creep endlich an den Start zu kriegen. Und der wird gerade prompt ständig gesniped. Jetzt gibt es Baninge mit dazu. Queens laufen nochmal schön in die Mine. Aber regenerieren sie natürlich. Also die 10 Damage sind jetzt nicht so wild. Wenn das Viking sucht und es sucht und es sucht, aber es findet nichts. Makroetch mit dazu. Und da oben in der Main Base noch sehr viele Queens tatsächlich. 4 Queens in der Main. Von den 9 Stück, die der jetzt hat. Also er hat fleißig viele Queens. Dritte Basis wird jetzt für Time-Position. Er hat jetzt seine Marines und seine Tanks und auch seine Hellbats. Da kommt 1-1, da kommt Combat Shield, dauert aber noch. Wir müssen inzwischen drauf. Und das Viking ist nochmal auf der Suche nach einem Overlord-Overseer. Der ist nach wie vor auf der anderen Seite unterwegs. Vielleicht findet das Viking den ja, bisher sieht es nicht danach aus. Und da startet jetzt auch die 4. Basis für Elaser. 74 zu 54 im Workhorn. Also Elaser hat ziemlich fleißig gedroned. Hat das trotz allem sehr, sehr effizient mit seinen Queens abgewehrt, auch wenn nicht wirklich viel gestorben ist. Eine Overlord. Und 5 Säuglinge und 8 Creep-Tumore. Da beim Terraner noch gar nichts. Also noch nicht allzu spektakuläre Anfangsphase. Jetzt mit den Medivacs und den Panzern kann es dann auch mal losgehen. Da kommt nicht auch 1-1 und Combat Shield mit dazu. Wenn die Army drüben ist, gibt es dann ein bisschen mehr Action. Das Viking hat nochmal die Position ausgescoutet. Da sind aber Speedbanes mit dabei. Einziger Nachteil ist hier, man wird als Circle mit 0-0 gegen 1-1 kämpfen. Das ist ein bisschen unangenehm. Aber mal sehen, vielleicht gibt es gute Baning Connects. Es gibt hier einen ziemlich dicken Link-Counter-Attack. Das sind aber die Hellions zu Hause. Das wird gefährlich für Elaser. Das fehlt ihm natürlich jetzt hier. Der erste Queen bereits angegangen. Aber schon Zeus gehen raus. Es sind genügend Queens da. Trotzdem, erster Overlord stoppt. Queen Scan ist mit dabei. Die Marines jetzt erstmal merken, okay, zu Hause, es sind Probleme. Aber die Probleme kriegt man tatsächlich, denke ich, in den Griff. Die Hellions sind eine gute Wand, tanken gegen die Linge weg. Und das wird alles durchgeröscht. Und da hat Elaser jetzt eigentlich nur verloren. Und gar nichts wirklich damit anfangen können. Tatsächlich, Time begnügt sich erstmal, chillt nochmal eine Runde, wartet auf sein Reinforcement. Kann jetzt nochmal einen weiteren, dickeren Push starten. Das sieht jetzt nicht so toll aus wie Laser. Er hat sehr viele Linge geopfert und wirklich nichts dafür bekommen. Er hat einen Hellion gesniped und insgesamt schon 36 Linge verloren. Das steht in keinem Verhältnis zueinander. Und ja, jetzt geht's vorwärts mit den Hellbats, mit dem Heal auch der Medivacs. Und der Creep hier ist eben nicht so weit. Aber der Sorg kann von zwei Seiten einfallen. Vielleicht ist das jetzt die Lösung, die viel Laser. Wenige kommen hier hinten ein bisschen später. Panzer schießt dann nochmal rein. Die Marines versuchen zu fliehen. Werden jetzt auch eingeladen. Der Panzer wird zurückgelassen. Und somit kann hier Elaser das Engagement abräumen.
Aber es kommt ein Stück weit vom Terraner Supply weg und das kannst du versuchen zu fighten. Bild nochmal einen der Baninge. Da gibt es nochmal Fokus 2 auf den nächsten Baning. Also und jetzt rückwärts kiten von Time, das macht er nicht schlecht. Widowmines kommen ein bisschen spät, aber sie sind noch mit dabei, aber werden nicht rechtzeitig eingegraben. Baninge sprengen auch die Widowmines raus, weil die Linge gerade alle angeschlagen sind. Da muss man aufpassen als Zerg. Die sterben jetzt doch schnell weg und währenddessen wird die vierte als Wallgebäude reingebaut. Dritte Basis läuft ziemlich gut. 84 zu 71 ist Worker momentan. 1-1 Ausgleich jetzt. 2-2 ist unterwegs bereits für den Terran. Das wird um ein Upgrade kommt, genauso wie plus 1 Chip und Vehicle Plating. Hier stirbt eine ganze Menge an Creep, aber der aktive Tumor ist noch mit dabei. Die Linge jagen hier die Marines ein bisschen, aber das werden gleich mehr. Und da werden gleich noch Minen dazukommen. Das wird für die Linge nicht einfach, zumal der Fight gerade off-creep ist. Und die Minen könnten einschlagen. Nein, bisher eine Mine hat eingeschlagen, aber das war überhaupt nicht so toll. Aber Drilling Claws ist gleich ready. In ein paar Sekunden. Nächste wird nochmal ein. Vielleicht schlägt die nochmal ein, aber nein, die wird gesniped, bevor es irgendwas tut. Da ist nämlich ein Overseer. Das sind zwei Overseer mit dabei. Und damit schlägt die Laser Time hier zurück. Geht während das noch auf Burrow, kann also Banning Minen jetzt auch noch platzieren. Und Time muss einfach mehr Units rauswählen. Scannt auch einmal die Main Seed. Okay, da ist der Hive Tech Fadi und da kommt ein Greater Spire bereits. Und noch mehr Drones von der Elaser geht wirklich. Man kennt ihn eigentlich als aggressiven Spieler, aber hier geht er doch auf Economy ohne Ende. Ist ja der Wahnsinn. 93 Drones hier nach 9 Minuten. Also das ist ein fleißiger Drone-Count, das kann man nichts sagen. Und er hat momentan noch keinen einzigen Drone verloren. Also er war wirklich gut dabei mit den Drones. Er hat fleißig die Economy gepusht und Time muss das jetzt irgendwie in den Griff kriegen. Elaser hingegen wartet jetzt einfach auf sein Greater Spire, aber dann weiß, dann hat er eine mächtige Waffe, mit der er dieses Spiel in eine ganz andere Richtung schieben kann. Hier geht's auf die Rocks, aber das reicht momentan noch nicht. Da wird stattdessen einfach der Creep rausgenommen und die neue Basis steht jetzt in Gefahr. 2-2 für den Turner ist gleich drauf und bis der Zerg das hat, das kann dauern. Wobei hier eben nicht volles Army Supply von Time dabei ist. Viel steht noch zu Hause. Also kämpft hier mit dem kleinen Trupp, während das Navi hier Widowmine Drop hat 7 Drones gekillt und ein paar Linge. Hat er so ein bisschen was angerichtet. Und es kommt auch ein Fusion Core, nochmal ein Starport mit dazu und hier geht es los. Die Widowmine schießt aber auf die Larven. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm für die ganzen Marines. Die nächste Widowmine trifft auch nicht so toll. Und jetzt kann die Laser natürlich engagen. Das sind keine Widowmines mit dabei, das heißt er hat hier keine Gefahr. Und rennt da einfach drauf. Hat natürlich immer noch keine Anti-Air, die kommt jetzt. Jetzt kommt Corrupt, aber die wollen dann noch eher zu Bloodlords werden, versteht sich. Und nochmal mehr Drones, natürlich. Die Laser droned wie ein Irrer, aber auch Time mit seinen 76. Seine vierte Basis ist jetzt am Start, seine fünfte wird gebaut, also auch die Time-Economy läuft eigentlich ziemlich stark. Ich meine, der Mining-Vorteil ist fast ausgeglichen vom Terraner, wenn das Navi hier Medivacs durch die Gegend fliegen. Das waren die für den Widowmine-Drop und die werden beide hier nicht überleben. Das sind jetzt Pathogen-Glands, wird für die Infestoren erforscht, Bloodlords kommen mit raus, aber hier ist die Terran-Army wieder mal unterwegs. Und die greift noch an, bevor Bloodlords da sind. Widowmines werden platziert. Upgrade ist mit dabei, Banninge Kuller mal ran. Die ersten zwei Widowmines lösen schon aus und damit sind die Widowmines wieder mal nicht so erfolgreich. Die Widowmines sind bisher nicht so toll für Time in diesem Game. Jetzt kommen die Splits gegen die Banninge, die sehen ganz ordentlich aus. Die Bio kann hier durchaus weiter fighten, aber es gibt einen Counter-Attack. Es gibt einen ganzen Schwung an Dinge an der dritten Basis, das sind aber Reinforcement-Einheiten. Da wird eine der Barracks gefressen. Währenddessen geht es hier weiter nach vorne mit dem Bloodlords. Jetzt Bloodlords können vom Highground die Brütlinge runterwerfen und mal sehen, wie weit der Terraner hier noch kommt, wie lange hier Time noch für diesen Fight bleiben möchte. Jetzt wo er mag, dass da Bloodlords mit dabei sind. Widowmine recharge gleich. Nein, Widowmine ist jetzt hier auch down, hat das nicht überstanden. Eine Widowmine ballert nochmal in den Hellbett, aber das reicht nicht. Die Medics müssen sich zurückziehen, auch wenn sie es noch nicht so wirklich tun. Wir kommen jetzt die Rückzugsorder und die Bloodlords sind jetzt draußen. Aber es werden Liberator, es werden Ghosts und es werden Vikings produziert. Also komplett Konterwaffe ist angerichtet und kommt auch direkt mit aufs Feld. Trotz allem Time hier im Supply vorne, hat einfach mehr Army Supply. Und ja, die ersten Baning Mines wurden dann auch gefunden, waren aber jetzt nicht so erfolgreich. Wir sind bei 10.000 zu 7.500 Resources lost. Das ist einfach der Vorteil, den Time hat. Denn so viel mehr hat die Laser nach wie vor nicht gemeint, weil die Time Economy auch sehr, sehr stark unterwegs war. Das war ein kurzes Peak zu 1.800. Ein bisschen längeres Peak, aber insgesamt so viel mehr Mining war es nicht. Und jetzt sterben auch noch mal ein paar Drones, 7 Stück, auch wenn die Widowmine dafür fällt. Und hier haben wir die nächsten Widowmines, also Widowmine Drops ohne Ende. 16 Drones jetzt insgesamt, 72 zu 80 jetzt hier noch. 18 Drones insgesamt sogar. Time macht da durchaus was an Schaden. Und pusht auch sofort wieder unten raus. Die Bloodlords sind relativ langsam, aber können hier von der Mitte der Karte recht viel Fläche abdecken. Die Overseer haben das auch gerade gescoutet. Hier sind wieder ein paar Banning-Minen. Die könnten vielleicht noch ganz gut werden. Der Scan trifft die nämlich nicht. Banning-Minen sind aber gerade nicht anmarkiert. Stattdessen geht es einfach nach vorne mit der gesamten Biomasse. Mit den Marines vor allem. So viele Marines da vorne. Da kommt die Fungal-Banning-Kombo. Die würde mal jetzt helfen. Aber doch, die würde mal sehr viele der Banning rausgeschossen. Die Liberator clearen den Rest. Währenddessen stirbt die Basis in kürzester Zeit weg. Da fehlt Elaze, denke ich,
schneller die Basis, als er geplant hatte. Die Blue Dots sind jetzt erst wirklich in Position und merkt, irgendwie ist das gerade gar nicht so geil. Komplette Mining Base ist schon abgeräumt. Jetzt kommen die Banningen wieder mit nach vorne. Da kommt auch ein Funkel auf die ganzen Vikings, aber das reicht nicht. Der Terraner bleibt immer noch standhaft. Die Vikings ballern jetzt hier auf die Blue Dots und irgendwas muss hier Elaser tun. So kann das wenig weitergehen. Da kommen auch die Snipes mit raus. Die Blue Dots werden weniger. Die Turn Army wird jetzt auch ein bisschen ausgedünnt. Da kommt nochmal ein Funkel mit drauf. Die Blue Dots geben sich größer mir. Die Vikings sterben Stück für Stück weg. Nochmal ein paar Snipes kamen raus. Am Ende kann sich hier der Zerg nochmal halten, kann das zurückpushen, aber fehlt nochmal ein bisschen was an den Liberatern, an den Snipes und hat natürlich die komplette Mining Base verloren. Das heißt, wir sind jetzt hier bei 4 Basen zu 5 Basen. Der Terraner ist eine Basis mehr und 80 zu 83 Worker. Das heißt, Time hier mit dem Economy-Vorteil pumpt jetzt einfach fleißig nach. Das Army Supply ist bei beiden gedroppt und der Terraner pumpt gerade schneller nach als der Zerg, das was man auch nicht häufig sieht. Aber es fehlt einfach auch beiden die Bank dafür. Der Zerg hat jetzt keine Bank, auf die er zurückgreifen konnte. Und Blue Dots sind auch durchaus teuer, bis man die wieder am Start hat. 6 weitere Blue Dots wurden gemorpht. Dann sind wir bei 12 Stück. Die Basis wird neu genommen. Die Basis hier wurde gescannt. Gesehen, okay, da ist noch keine. Das ist ja voll entspannt. Das ist ja recht beruhigend für Time, das zu wissen, dass da noch keine Base ist. Und die Base kann auch gerade rausnehmen. Beim Marauder mit plus 3 Attack und Stim. Die prügeln sich ganz easy durch den Hatchery durch. Nehmen auch die Drone mit raus. Und damit den Job schon gut erledigt. Die Marauder jagen jetzt mal kurz die Infestoren, aber das wird nichts. Da sind die Blue Dots dann doch zur Stelle und die Restarmy ist wieder hier unten unterwegs und man sieht es eben, Time hat den Max-Out schneller erreicht als die Laser in dem Fall. Und macht hier sofort wieder Druck auf diese Base, Infestoren kommen da mit ran, aber es sind so viele Ghosts auf dem Feld. Wir sind bei 13 Ghosts schon, also Time pumpt Ghosts wie ein Wahnsinniger. Und ja, die haben auch Cloak und da sind keine Overseer in der Gegend und ja, da kommt so ein Fungal, trotzdem die Ghosts snipen sich nur so viel durch, haben die gute Position, jetzt werden sie nochmal angegangen von den Blue Dots, von den ja, Infestoren mit dem Fungal, aber jetzt kommen die nächsten Snipes wieder raus. Die Ghosts stimmen noch, ballern sich da alles durch. Währenddessen, die Basis ist, glaube ich, nicht mal von selbst gestorben. Die ist gerade gestorben, weil er Elaser aus dem Game ging, bin ich mir relativ sicher. Gucken wir uns das nochmal in gleich in Slow Motion an. Da wurde ja gerade noch Concussive Shells fertig. Und ja, hier wird einfach nur gefightet. Ich meine, das sieht hier, die ganzen Crafter werden weggesappt. Die Vikings können entspannt gegen die Blue Dots feuern. Hier die Basis wurde fertig und wurde dann prompt auch gesniped. Denn das sind die Blue Dots verlieren jetzt hier Stück für Stück den Fight. Laser hat kaum noch Energie auf seinen ganzen Infestoren. Und die Banninge hier, ja, ist schön, dass die hier sind, aber die helfen da nicht für den Fight. Und das geht gerade einfach Stück für Stück abwärts für den Zerg. Wir sind bei 22 zu 14.000 Ressourcen. Da kommt entsprechend das GG von die Laser schön synchron, wenn sein Hatchery auffällt. Und damit gewinnt das Time mit einem 2 zu 0 dieses Best of 2. Hat es stark gemacht und die Laser, ja, ungewöhnlich defensiv. Spielt gar nicht so aggressiv, wie man es von ihm eigentlich kennt. Aber hat nicht so die Wirkung gehabt. Infestoren Blue Dot Combo war hier nicht so stark. Blue Dots wurden weggesniped. 2 Ghosts gestorben, 8 Blue Dots gestorben. Viele Dinge, viele Marines natürlich. 45 Drones auch insgesamt Rest und 27 Widowmines sind gestorben. Also da war auch einiges mit unterwegs. Aber ja, stark gemacht von Time. Wie gesagt, der junge Mann. Bin sehr gespannt, was er 2020 macht. Weil ich glaube, für den wird es nur noch krasser. Ich glaube, der könnte nächstes Jahr echt eine Bedrohung für unsere etablierten Zergs mit Rainer und Savile darstellen. Wenn der nochmal ein Stückchen stärker wird, dann hat er das. Dann hat er diese Stärke. Wenn er dann solider genug bleibt, sollte er das in den Griff kriegen. Dann könnte das ein sehr spannendes Rennen um die Krone 2020 werden. Insofern, ja, mal gucken, was Blizzard als WCS announced. Das ist natürlich das eine Thema noch, weil momentan gibt es noch keine Ankündigungen. Was wir bereits haben, ist die WESG und die Nation Wars. Nation Wars laufen schon, WESG kommt dann, glaube ich, das Ende ist im März oder so. Und stimmt, die IM, die nächste große IM Katowice, die gibt es auch schon. Das sind die bekannten Sachen momentan für 2020 StarCraft. Jo, das war Epicast 1042. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.